Dieses Video soll keinerlei Werbung für Pizza Hut sein. Ich war noch nie bei Pizza Hut, sie haben mich für dieses Video nicht bezahlt. Ich glaube, das ist das am aufwendigsten produzierte Video auf meinem Kanal bis jetzt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare oder Verbesserungen, Anregungen, Wünsche, Vorschläge, wie ihr wollt. Aber ich glaube, das Video wäre nie so toll geworden ohne Alex Hilfe. Denn er hat sich um Kamera gekümmert, um das Licht, dass es stimmt, dann das Schneiden am Ende und ein paar Spezialeffekte hat er auch noch da reingemischt. Deswegen sage ich, danke, Alex. So. Wenn ihr jetzt also aber glaubt, dass das alles war, dann habt ihr euch geschnitten, denn ihr könnt was gewinnen. Und zwar diese Pappschilder, die ich mal gemalt habe für das Originalvideo. Zum Beispiel hier, dieses ist ganz toll, die Froschenkel. Mir ist übrigens bewusst, dass da Froschenkel steht. Das habe ich aber mit Absicht gemacht. Naja, die könnt ihr gewinnen. Und jetzt verrate ich euch wie. Ich habe eine E-Mail-Adresse eingerichtet mit dem Namen pizzaspritzer@web.de. Und an diese E-Mail-Adresse sollt ihr mir dann bitte eure Lösungen schreiben für die Zahlen, die in der rechten unteren Ecke des Videos gestanden haben. Ich glaube von 1 bis 8. Jede Zahl steht für eine Band oder beziehungsweise den Stil einer Band. Und da sollt ihr dann in die Mail schreiben. Als erstes, 1 ist gleich Tokyo Hotel zum Beispiel. Also Tokyo Hotel ist es nicht, das war jetzt nur als Beispiel. Oh, Tokyo Hotel, was hat er gesagt? Nein. Als zweites hätte ich gerne eure Postanschrift, denn falls ihr gewinnen solltet, möchte ich euch das Zeug ja auch zuschicken. Und das geht ja schlecht, wenn ich eure Adresse nicht habe.
Punkt 3 wäre, wenn ihr eine Signatur oder persönliche Widmung hier drauf haben möchtet, dann solltet ihr mir das auch schreiben. Nun gut, Einsendeschluss ist der 31. Januar. Der Betreff der E-Mail lautet übrigens Pizza. Wer hätte das gedacht? Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert Alex und mich und bleibt mir gewogen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.